Jetzt sind wir genauso gespannt wie Sie auf die Entwicklung, die der nunmehr vierjährige Hengst Camino Real genommen hat. Der von Markus Strathusen in Trebel gezogene Sohn des Karajan, Karajan ja über Kannan, Verdi und Kornet Obolensky hochwertvoll gezogen war, Siegerhengst seiner Körung in Münster-Handorf, Hannoveraner Springpferde-Champion und ist mittlerweile in internationalen Youngster-Touren unter Marco Kutscher erfolgreich, wurde hier angepaart an die Koralle vom WM-Teilnehmer Check-In, den später Samantha McIntosh für Neuseeland ritt. Und dann folgt mit Don Juan und Wiener Wald eine hochwertvolle hannoversche Leistungsbasis. Wir sehen die ersten Sprünge des Camino Real unter dem Sattel mit Felix Ewald. Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von Camino Real. Er hat einen guten 50-Tage-Test abgelegt, hat sich körperlich sehr gut weiterentwickelt. Sein Reiter gibt uns sehr positives Feedback von dem Gefühl aus dem Sattel. Er ist sehr rittig, springt sehr kraftvoll, drückt schön ab. Und wir sind sehr gespannt auf die Fohlen. Er ist sehr gut angenommen worden von den Züchtern, wird einige Fohlen in diesem Jahr geben. Und auch in der Gestützherde werden wir einen Fohlen von ihm erwarten. Ja, wirklich beeindruckend, mit welcher Abgeklärtheit, fast Überlegenheit Camino Royal hier mit Felix Ewald diese Sache absolviert und da am Oxer nochmal richtig einen rauslässt. Camino Real von Karajan und Check-In.